Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und im heutigen Video geht es um den traurigen Fall von Sandra Cantu. Sandra Renee Cantu wurde am 8. März 2001 in Tracy in Kalifornien als die Tochter von Maria Chavez und Daniel Cantu geboren. Die Beziehung der beiden hielt nicht besonders lange. Sie haben sich dann scheiden lassen, was dazu führte, dass die achtjährige Sandra 2009 gemeinsam mit ihrer Mutter, ihren drei Geschwistern und ihren Großeltern in einem Bungalow in einer Wohnwagensiedlung lebte. Diese hieß Orchard Estates Mobile Home Parks und war ebenfalls in Tracy. In dieser Wohnwagensiedlung lebten nur so um die 100 Leute, sollte ihre Tante später sagen, und die meisten davon kannten sich wohl untereinander und haben sich soweit auch vertraut, weswegen die Kinder häufig einfach auch miteinander den ganzen Tag draußen gespielt haben, ohne dass die Eltern wirklich 24/7 ein Auge darauf hatten, einfach weil sie einander vertrauten und weil eigentlich immer irgendjemand zu Hause war und zwischendrin mal schauen konnte, was die Kinder machten. Die Kinder hatten feste Vorgaben, dass sie sich nicht außerhalb des Parks befinden durften, das heißt nur in dieser Wohnwagensiedlung. Und eigentlich haben sich auch alle Kinder daran gehalten, weswegen, wie gesagt, da die Nervosität der Eltern nicht so groß war, wenn die Kinder längere Zeit alleine draußen waren. Sandra selbst wird von Bekannten, von Freunden und auch von ihrer Tante als ein sehr, sehr energiegeladenes junges Mädchen beschrieben und als unglaublich kontaktfreudig. Sie hat sehr schnell Freunde gefunden. Sie hat immer jeden gefragt, wie es ihm so geht, wie ihr Tag war, hat so ein bisschen Smalltalk mit allen Leuten gemacht und hat immer direkt irgendwo Anschluss gefunden, was eben auch dafür gesorgt hat, dass Sandra unglaublich viele Freunde in dieser Wohnwagensiedlung hatte und eigentlich immer irgendwen hatte, mit dem sie draußen spielen konnte, wenn sie eben nicht gerade Zeit mit ihren Geschwistern verbringen wollte. Ihre Familie und ihre Freunde sagen, dass Sandra es liebte zu malen und zu gärtnern und ganz besonders gerne half sie ihrer Mutter beim Kochen. Immer wenn ihre Mama irgendwas in der Küche gemacht hat, kam sie sofort an und hat ihre Hilfe angeboten. Sie war allgemein sehr hilfsbereit, aber beim Kochen war es auch ein bisschen eigennützig, weil sie, wie gesagt, da sehr viel Spaß dran hatte und immer irgendwie versucht hat, dazu beizutragen, zu kochen. Da hat ihre Mutter wohl auch schon so ein bisschen eine Zukunft für sie gesehen, dass das vielleicht für sie später auch noch interessant sein könnte. Und Sandra liebte Hannah Montana. Ihre Familie sagt, the best of both worlds, das hat sie wirklich ständig gesungen und vor sich hingesummt. Und ja, wie viele kleine Mädchen in dem Alter einfach, fand sie dann Miley Cyrus, Hannah Montana natürlich ganz wundervoll. Allgemein war Sandras Familie sehr glücklich darüber, dass sie so lebensfroh war und dass sie einfach so schnell Anschluss gefunden hat. Auch dadurch, dass sie eben auf so engem Raum gelebt haben, war das für sie wirklich immer wie so ein kleiner Lichtblick. Sandra hat immer unglaublich viel Energie und Freude in die ganze Sache mit reingebracht und darüber waren sie sehr glücklich und sehr, sehr dankbar. 2009 war Sandra außerdem gerade in der zweiten Klasse der Melville S. Jacobson Elementary School. Am Freitag, den 27. März 2009, war es nur wenige Wochen her, dass Sandra Cantu 8 Jahre alt geworden war. Sie war direkt nach der Schule an diesem Tag mit zu einer Freundin gegangen, hatte dort gespielt bis nachmittags und ist dann gegen 16 Uhr nach Hause gekommen, hat sich kurz bei ihrer Mutter zurückgemeldet, hat ihr einen Kuss gegeben und ihr dann gesagt, dass sie eigentlich auch direkt schon wieder los müsse, denn sie habe ein anderes Playdate mit einer anderen Freundin, die nur ein paar Türen weiter wohnte und deswegen hat sie sich dann nochmal kurz bei ihrer Mutter zurückgemeldet. Es war eigentlich immer abgesprochen, dass Sandra zum Abendessen zurück war, das war auch für diesen Abend so angedacht. Und nach dieser Absprache ist Sandra dann losgegangen, um sich mit besagter Freundin zu treffen. Das war das letzte Mal, dass Sandras Mutter sie lebend sehen sollte. Entgegen ihrer Absprachen war Sandra nicht zum Abendessen nach Hause gekommen und ihre Mutter machte sich zunehmend Sorgen. Sie hat dann schließlich um 19.53 Uhr die Polizei alarmiert und ihre Tochter als vermisst gemeldet. Schon vorher hatte sie bei Freunden herumtelefoniert und anderen Bewohnern aus dem Trailerpark und gefragt, ob irgendjemand Sandra gesehen hatte. Aber niemand hatte sie gesehen, niemand hatte etwas von ihr gehört und es stellte sich heraus, dass die Freundin, bei der sie spielen wollte, an dem Tag überhaupt nicht zu Hause gewesen war, dass sie gar nicht da gewesen war und
Deswegen stellte sich die Frage, wo Sandra diesen ganzen Tag verbracht hatte. Ihre Familie ging eigentlich auch nicht davon aus, dass sie sich außerhalb der Wohnwagensiedlung befinden könnte, weil sie eben diese feste Vorgabe hatte, nicht rauszugehen, nur innerhalb von dieser Siedlung zu bleiben. Und da hatte sie sich auch eigentlich immer dran gehalten. Das war nie ein Problem gewesen. Die Polizei kam dann direkt zu ihr nach Hause und durchsuchte den Trailer nach irgendwelchen Hinweisen, was vielleicht mit Sandra geschehen sein könnte. Das ist eigentlich das ganz normale Prozedere in solchen Ermittlungen, dass man quasi von innen nach außen ermittelt. Das heißt, man hat erst einmal bei der Familie selbst geschaut, ob es da irgendwelche Anzeichen gab und hat dann die Suche immer weiter ausgebreitet über diese Wohnwagensiedlung, hat dort Leute befragt und intensiv nach Sandra gesucht. Aber seit Stunden hatte sie niemand gesehen oder etwas von ihr gehört. Und auch die Polizei fand bei den ersten Suchen keinerlei Anzeichen darauf, wo Sandra sich befinden könnte. Über die nächsten Tage, über das Wochenende hinweg, wurde die Suche dann immer weiter ausgebreitet. Man brachte nun Hunde, Suchtrupps mit rein, Reiterstaffeln, Helikopter, Taucherteams, die einen Fluss einige Kilometer entfernt abgetaucht haben. Ganz Tracy wurde nun abgesucht nach der 8-Jährigen. Aber man fand keinerlei Anzeichen dafür, was mit ihr geschehen sein konnte. Es war wirklich so, als wäre sie einfach vom Erdboden verschluckt worden. Auch innerhalb des Parks gab es einige Spielmöglichkeiten, dort, wo Sandra sich vielleicht dann einfach mit sich selbst beschäftigt hatte. Es gab einen Pool, es gab einen Basketballplatz und auch dort hat man alles abgesucht. Allerdings auch hier keine Spur von Sandra. Die Beamten sichteten dann auch Überwachungskameraaufnahmen aus dem Park, um nachzusehen, ob vielleicht Sandra dort irgendwo zu sehen war. Und tatsächlich hatte einer der Nachbarn eine Überwachungskameraaufnahme, die Sandra zeigte. Und zwar, wie sie auf dem Weg augenscheinlich nach Hause war eigentlich an diesem Nachmittag. Man sieht Sandra in einer schwarzen Leggings und einem Hello Kitty Shirt, wie sie über die Straße läuft. Und sie sieht total glücklich aus. Sie hüpft, sie sieht wirklich genau so aus, wie ihre Familie sie beschreibt, wie ein fröhlicher kleiner Energieball. Und dann auf einmal scheint es so, als ob irgendetwas Sandras Aufmerksamkeit erregt und sie ändert ihren Weg und geht dann aus dem Bild. Aber das ist alles, was die Ermittler dort sehen konnten. Keine andere Person, nur Sandra. Und man konnte nicht wirklich ausmachen, warum sie ihren Weg geändert hatte, wohin sie dann gegangen war. Der Ausschnitt der Überwachungskameraaufnahme ist auch wirklich verhältnismäßig klein. Und deswegen gab das den Beamten nicht wirklich weitere Hinweise darauf, was mit ihr geschehen war. Über die nächsten Tage hatten sich dann auch immer mehr freiwillige Helfer zusammengefunden, um nach Sandra zu suchen. Sie haben angefangen, Flyer zu verteilen, überall in Tracy, und haben überall Vermisstenposter aufgehängt von Sandra, haben einfach um Mithilfe gebeten, an Türen geklingelt und gefragt, ob jemand das kleine Mädchen vielleicht gesehen hatte. Es wurde dann auch eine Belohnung von $22.000 ausgesetzt für einen entscheidenden Hinweis im Fall von Sandra Cantu. Und obwohl es zum Verschwinden von Sandra zunächst nicht wirklich weitere Anhaltspunkte gab, gab es da doch jemanden, den die Ermittler sich genauer ansehen wollten. Einen älteren Mann mit dem Namen Frank Wohler. Er lebte ebenfalls im Trailer Park und 2 Jahre vor Sandras Verschwinden gab es einen Vorfall, in den er verwickelt gewesen war. Er war wohl schon öfter auffällig geworden, dadurch, dass er sich den Kindern im Trailerpark gegenüber seltsam verhalten hatte. Und 2007, als Sandra 6 Jahre alt war, war auch ihr gegenüber übergriffig geworden. Die beiden hatten sich am Pool befunden, zusammen mit anderen Personen, die das Ganze dann später auch berichten konnten. Und er soll auf die 6-Jährige zugegangen sein, ihr die Haare aus dem Gesicht gestrichen haben und sie auf den Mund geküsst haben. Die Ermittler haben ihn dann im Zuge ihrer Ermittlungen rund um Sandras Verschwinden befragt und er sagte, ja, dieser Kuss hätte stattgefunden, aber das wäre total harmlos gewesen und einfach nur ein Zeichen seiner Zuneigung gewesen. In weiteren Befragungen stellte sich dann heraus, dass Frank Wohler tatsächlich einige pädophile Gedanken hatte, dass er sich sexuell hingezogen fühlte zu den Kindern und die Polizei hat ihn deswegen natürlich genau unter die Lupe genommen, weil er Sandra gegenüber auch schon einmal übergriffig geworden war. Bestand dort natürlich die Möglichkeit, dass er Sandra entführt hatte oder ihr sonst etwas Schlimmeres angetan hatte. Sie haben ihn dann einen Lügendetektortest machen lassen und haben ihn dann schließlich doch ausgeschlossen aus den Ermittlungen, da er diesen bestanden hatte. Da gab es wohl auch noch andere Männer mit solchen Tendenzen in diesem Trailerpark. Auch diese wurden von den Beamten genauer unter die Lupe genommen. Allerdings wurden sie dann nach und nach aus den Ermittlungen ausgeschlossen.
Das Ganze ist so seltsam, weil der Manager des Trailerparks öffentlich gesagt hat und auch Sandras Tante öffentlich gesagt hat, dass sie eigentlich der Meinung waren, dass diese Wohnwagensiedlung sehr sicher sei, dass die meisten Leute dort sehr nette, fürsorgliche Menschen seien, dass man sich untereinander vertrauen würde, dass man sich kennen würde. Aber im Zuge dieser Ermittlungen wurde einfach deutlich, wie viele Personen dort lebten, die man vielleicht nicht mit seinen Kindern alleine hätte lassen wollen. Inwiefern das Sandras Mutter so klar war, das lässt sich natürlich nicht nachvollziehen. Offensichtlich dachte sie, dass Sandra gut gehen würde. Sie dachte nicht, dass sie ihrer Tochter irgendeiner Gefahr aussetzen würde, wenn sie sie draußen alleine spielen ließ. Auch Sandras Vater, Daniel, wurde dann genauer unter die Lupe genommen. Allerdings lebte er mittlerweile in Mexiko. Er war überhaupt nicht in der Nähe von Tracy gewesen, als Sandra verschwand. Außerdem hatten er und Maria auch eigentlich keine Auseinandersetzungen gehabt. Und er hatte seine Tochter wohl seit über einem Jahr nicht gesehen, weswegen die Wahrscheinlichkeit recht gering war, dass er irgendetwas mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun gehabt hatte. Anders wäre das natürlich gewesen, hätte es dort einen Sorgerechtsstreit oder dergleichen gegeben, aber dem war nicht so und deswegen wurde dann auch Daniel Cantu aus den Ermittlungen ausgeschlossen. Die Suche nach der kleinen Sandra kam dann am 6. April 2009 plötzlich zu einem Stopp. Denn bei einer Routine-Trockenlegung eines Bewässerungsteiches unweit von dem Trailerpark, in dem Sandra mit ihrer Familie gelebt hatte, fand man dann einen Koffer. Einen schwarzen Koffer, der von sich aus schon einen sehr, sehr schlimmen Geruch von sich gab und Schlimmes erahnen ließ. Man rief dann die Polizei und als dieser Koffer geöffnet wurde, fand man die kleine Sandra darin. Sie war schon sehr, sehr stark verwest, weswegen man sie auch zunächst nicht identifizieren konnte anhand von ihrem Aussehen. Allerdings trug die Leiche in dem Koffer ebenfalls ein Hello Kitty Shirt und eine schwarze Leggings, genau wie Sandra, als sie verschwand. Im Autopsiebericht sollte später heißen, dass man Sandra geschlagen hatte, dass sie sexuell missbraucht worden war mit einem Gegenstand und dass man sie schließlich erstickt hatte. Außerdem ließ sich feststellen, dass Sandra ein Medikament mit dem Namen Alprazolam verabreicht worden war, das eigentlich verschrieben wird gegen Angst- und Panikstörungen. Deswegen wurde dann später auch davon ausgegangen, anhand des hohen Levels, den sie wohl bekommen hatte von diesem Medikament, dass Sandra wahrscheinlich zum Zeitpunkt ihres Todes gar nicht bei Bewusstsein gewesen war und so bleibt zu hoffen oder so wurde dann auch später angenommen, nicht bei Bewusstsein war, während sie missbraucht wurde. Sandra hatte, so hieß es im Autopsiebericht, an ihrer Lippe einen Schnitt, sie hatte eine Schürfwunde am Ellenbogen und Verletzungen im Genitalbereich. Das FBI hatte zunächst ein Täterprofil erstellt. Da haben sie sich einfach daran orientiert, wer das Opfer war, was sie glaubten, was da für ein Verhalten an den Tag gelegt wurde. Und in diesem Täterprofil hieß es, dass es sich wahrscheinlich um einen weißen Mann gehandelt hatte, der zwischen 25 und 40 Jahre alt war, bereits als Sexualstraftäter tätig geworden war oder Kinderpornografie besaß. Aber dieses Täterprofil, das sollte sich später herausstellen, stimmte in diesem Fall so gar nicht. Denn die Person, die Sandra das angetan hatte, passte nicht in dieses Schema, sie passte nicht in die üblichen Statistiken. Denn die Person, die die Polizei dann schließlich verdächtigen sollte, war kein 25- bis 40-jähriger weißer Mann, sondern eine 28-jährige Mutter, Melissa Huckabee. Die Mutter einer 5-jährigen Tochter, die sehr gut befreundet gewesen war mit Sandra und auch oft mit ihr gespielt hatte. Melissa war, das sagen Freunde und Bekannte von ihr, eigentlich ein guter Mensch, eine gute Mutter und niemand, vor dem man jetzt Angst haben musste. Allerdings war sie jemand, der schon seine eigenen Probleme hatte. Unter anderem sagt das ihr Großvater, der Pastor war in der Gemeinde und sie ist dann eben zu ihren Großeltern gezogen mit der Tochter, nachdem sie dann sich von ihrem Mann getrennt hatte. Er sagte später auch, sie ist eigentlich eine gute Frau, aber sie hat viele Probleme. Sie war wohl auch beim Therapeuten gewesen, wo ihr unter anderem Depression und Schizophrenie diagnostiziert wurden. Sie hat wohl dort auch Medikamente verschrieben bekommen, ist dann zu ihren Großeltern in den Trailerpark gezogen und war dort unter anderem als Sonntagsschullehrerin tätig. Sie hatte wohl auch schon mehrere unglückliche Beziehungen hinter sich, hatte die Männer
mit denen sie in diesen Beziehungen war, dann später auch angeklagt, ihr etwas angetan zu haben. Allgemein hatte sie wohl einfach versucht, ihr Leben wieder so ein bisschen in den Griff zu bekommen und ist deswegen dann in den Trailerpark gezogen. Wie gesagt, eigentlich war Melissa ein ganz normaler Teil in der Gemeinde dieser Wohnwagensiedlung gewesen. Allerdings sagte man wohl über sie, und es war bekannt, dass Melissa sich gerne so ein bisschen in den Vordergrund drängte, dass sie ja sehr gerne Aufmerksamkeit auf sich zog. Und das wurde wohl unter anderem auch im Fall von Sandra deutlich. Auch den Ermittlern fiel das früh auf. Allerdings dachten sie eben einfach, dass das eben Melissa war, dass sie einfach Aufmerksamkeit haben wollte. Denn direkt nachdem Sandra verschwunden war, hatte Sandras Mutter von Melissa eine Nachricht bekommen, eine SMS, in der stand: Sagt der Polizei, dass gegen 16 Uhr etwas von mir gestohlen wurde. Vielleicht bringt das irgendwas, vielleicht hat das irgendetwas mit den Ermittlungen zu tun. Tatsächlich meldete sie, dass ihr ein schwarzer Koffer der gleichen Marke gestohlen worden war, wie der, in dem dann Sandra später gefunden worden war. Das kam der Polizei dann natürlich erst wirklich seltsam vor, als sie Sandra gefunden hatten, aber das war nicht alles, was Melissa irgendwie mit dem Fall in Verbindung brachte. Melissa hatte sich außerdem bei der Polizei gemeldet, weil sie einen Brief gefunden hatte. Ein Brief, in dem ein Zeuge oder der vermeintliche Täter berichtete, wo sich die Leiche von Sandra befand. In diesem Brief heißt es: Kanzu locked in stolen suitcase, thrown in water on Bakachi Road and Whitehall Road. Witness. Also Kanzu ist eingesperrt, in den gestohlenen Koffer, ins Wasser geworfen, an der Bakachi Road und Whitehall Road. Zeuge. In diesem Brief, das ist der Polizei direkt aufgefallen, nachdem Melissa das Ganze berichtet hatte und sie ihn untersucht hatten, gab es unglaublich viele Rechtschreibfehler. Also unglaublich viele Rechtschreibfehler. Fast jedes Wort war falsch geschrieben. Und die Experten, die sich das Ganze ansahen, waren der Meinung, dass A, diese ganzen Rechtschreibfehler mit Absicht gemacht wurden, und B, dass jemand dort mit Absicht ja krumm und schief geschrieben hatte, als ob jemand versucht hätte, so zu schreiben, wie er normalerweise nicht schreibt, um eben nicht entdeckt zu werden anhand der Handschrift. Diese Notiz kam ihnen schon sehr seltsam vor, und allein die Tatsache, dass Melissa anscheinend so unglaublich viel mit dem Fall zu tun oder beizutragen hatte, obwohl sie ja eigentlich nichts mit dem Fall zu tun hatte, das kam ihnen sehr seltsam vor. Warum sollte Melissas Koffer genau an dem Tag gestohlen werden? Sie sollte später erzählen, sie hätte ihn vorne auf der Auffahrt stehen lassen und jemand hatte ihn anscheinend mitgenommen. Und warum sollte jemand Melissa Huckabee einen Brief zukommen lassen, in dem es um den Fall von Sandra ging? Warum ausgerechnet ihr? Warum nicht direkt den Ermittlern oder Sandras Familie oder sonst irgendjemandem? Es war sehr, sehr komisch, dass sie so viele Verbindungen zu dem Fall hatte. Doch das alleine reichte für die Ermittler natürlich nicht, um Melissa Huckabee festzunehmen. Doch da kamen noch einige andere Dinge hinzu. Andere Hinweise, unter anderem Zeugenaussagen von einem Pärchen, die Melissa Huckabee am Abend des 27. März gesehen haben wollen. An besagtem Bewässerungsteich, wo dann später Sandras Leiche gefunden wurde. Zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr wollen sie dort gesehen haben. Melissa Huckabee sagte den Ermittlern gegenüber später, als sie darauf angesprochen wurde, dass sie einfach nur auf Toilette gemusst hätte und deswegen kurz gehalten hatte, um dort eben zu urinieren und dann weiterzufahren. Und das war noch nicht alles. Man sah dann nämlich sich noch einmal die Überwachungskameraaufnahmen an und stellte fest, dass die Richtung, in die die kleine Sandra dann auf einmal guckt und weggeht, dass das die Richtung ist, in der Melissa Huckabees Haus sich befindet. Die Überwachungskameraaufnahme zeigt also, wie Sandra aus dem Bild geht, in Richtung von Melissa Huckabees Haus um 15.54 Uhr. 8 Minuten später fährt Melissas SUV dann ebenfalls durchs Bild. Davon. Man hat sich dann die Überwachungskameraaufnahmen vom Parkplatz der Kirche angesehen, bei der Melissa gearbeitet hatte. Und auch hier sieht man Melissas Auto rauffahren. Sie befindet sich dann anscheinend ungefähr eine Stunde, 58 Minuten dort auf dem Grundstück der Kirche. Ihr Auto fährt dann wieder weg und kommt 30 Minuten später wieder zur Kirche zurück. Dieser Zeitrahmen, diese 30 Minuten, in denen sie weg war, passt genau auf den Zeitrahmen, den das Pärchen genannt hatte, wann sie Melissa dort an diesem Teich gesehen haben wollen. Man hat dann ihr Auto durchsucht und ihr Haus und fand dort dann hinter ihrem Nachttisch ein kleines Notizbuch. Und das Papier von diesem Notizbuch war das gleiche
wie von dem vermeintlichen Zeugenbrief, den Melissa gefunden hatte. Man hat sich dieses Notizbuch dann genauer angesehen und festgestellt, dass es dort ja Durchdrucke gab, wie wenn man eben zu doll mit einem Stift aufdrückt, und man hat das Ganze dann abgeglichen und festgestellt, dass einige Wörter, die sich in diesem Brief befinden, auf diesem Notizbuch auch geschrieben worden waren. Das heißt, es ließ sich eigentlich fast sicher sagen, dass Melissa selbst diesen Brief geschrieben hatte. Das machte Melissa Huckabee natürlich stark tatverdächtig, denn woher hätte sie wissen sollen, dass Sandra sich in dem Koffer in diesem Teich befand, wenn sie dort nicht selbst platziert hatte oder dabei gewesen war, als dies geschah? Denn dieser Brief wurde einige Tage gefunden, bevor man Sandras Leiche gefunden hatte. Wenn Melissa sie nicht selbst dorthin gebracht hatte, dann hätte sie gar nicht wissen können, dass die Leiche später dort gefunden werden sollte. Die Kirche, in der Melissa Huckabee arbeitete, wurde dann ebenfalls durchsucht. Und hier fand man zwei entscheidende Hinweise darauf, dass es tatsächlich sie gewesen war, die der kleinen Sandra das Leben genommen hatte. Sandra war stranguliert worden mit einem kleinen Stück Faden. Und dieser Faden stammte, so sollte sich dann herausstellen, von den Fensterrollläden in dem Raum in der Kirche, in der Melissa unterrichtete. Denn dort fehlte ein kleines Stück. Man hat das Ganze dann abgeglichen und festgestellt, dass es sich um das gleiche Material handelte. Und man fand noch etwas anderes in der Kirche. Ein Nudelholz. Ein Nudelholz, an dessen einem Handgriff sich ein Fleck befand, der aussah wie Blut. Und dieses Blut wurde dann auch untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass es sich in der Tat um das Blut von Sandra Cantu handelte. Und die Verletzungen, die das Mädchen davongetragen hatte, stimmten überein mit der Form. Das heißt, man hatte hier eine weitere Tatwaffe gefunden, das Objekt, mit dem die Achtjährige missbraucht worden war. In Melissa Huckabees Handtasche wurde dann außerdem besagtes Medikament gefunden, das man auch in Sandra Cantus Blut gefunden hatte, mit dem man sie ruhig gestellt hatte. Sie wurde dann am 10. April festgenommen und auf die Polizeiwache gebracht, um dort befragt zu werden. Man konfrontierte sie mit der Tatsache, dass man wusste, dass sie etwas mit Sandras Tod zu tun hatte, dass sie involviert gewesen war und dass auch der Zettel von ihr stammte. Sie beichtete den Ermittlern dann zunächst, dass sie schon etwas damit zu tun hatte, aber dass das Ganze ein Unfall gewesen wäre. Sie hätte zusammen mit Sandra und ihrer 5-jährigen Tochter Verstecken gespielt und die kleine Sandra hätte sich dann in dem Koffer versteckt, den Melissa auf der Einfahrt hatte stehen lassen. Sie hätte diesen Koffer selbst geschlossen, ohne Melissas Hilfe, ohne die Hilfe ihrer Tochter. Keiner von beiden hätte gewusst, wo sich die 8-jährige befand, und schließlich wäre Melissa irgendwie abgelenkt gewesen, hatte vergessen, dass sie mit den beiden Kindern Verstecken spielte, und wäre dann mitsamt dem Koffer zur Kirche gefahren, hätte dort gearbeitet, sie musste irgendwie den Raum dekorieren und hätte dann erst eine Stunde später den Koffer bemerkt und festgestellt, dass Sandra sich dort drin befand, mittlerweile tot. Sie sei erstickt in dem Koffer, man habe sie dort einfach vergessen, es sei ein Unfall gewesen. Und daraufhin hätte sie Sandra dann verschwinden lassen, weil sie Angst hatte, dass man sie für den Tod der 8-Jährigen belangen könnte, obwohl sie ja selbst damit überhaupt nichts zu tun hatte. Melissa Huckabee hat zunächst steif und fest abgestritten, dass sie Sandra mit Absicht etwas angetan hatte. Nach dieser Aussage wurde Melissa Huckabee dann ganz offiziell angeklagt für die Entführung, die Vergewaltigung und den Mord an der 8-Jährigen Sandra Cantu. Melissa befand sich dann in Haft auch erstmal unter Beobachtung aufgrund von Selbstmordgefährdung, denn sie hatte 8 Tage, nachdem Sandra verschwunden war, Rasierklingen geschluckt und war deswegen dann auch in eine Klinik eingewiesen worden. Man ging davon aus, dass sie versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Den Ermittlern gegenüber hatte Melissa jedoch behauptet, dass sie die Rasierklingen nicht mit Absicht geschluckt hätte und dass sie geschlafwandelt wäre und sie deswegen verschluckt hätte. Im Zuge der Anklagen rund um den Fall von Sandra Cantu kamen dann auch noch 2 weitere Anklagen hinzu. Zum einen der Vorwurf, dass Melissa Huckabee schon am 17. Januar 2009 einem 7-jährigen Mädchen Medikamente gegeben hatte, möglicherweise auch um ihr etwas anzutun. Das Mädchen war von der Polizei im Park gefunden worden, nachdem ihre Mutter sie als vermisst gemeldet hatte. Und nachdem ein Arzt sie untersucht hatte, konnte man feststellen, dass jemand ihr große Mengen an
Medikamenten verabreicht hatte, die sie wohl ruhig stellen sollten. Man hatte ihr das Ganze wohl ins Essen oder ins Trinken gemischt und ihr dann verabreicht. Allerdings hatte man Melissa zu diesem Zeitpunkt noch nicht angeklagt, weil man nicht genug Beweise hatte. Außerdem wurde ihr zur Last gelegt, versucht zu haben, den 37-jährigen Daniel Plowman zu vergiften. Allerdings gab es hier keine weiteren Details, die die Ermittler irgendwie bekannt gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft und von ihnen angeheuerte Experten gingen davon aus, dass die Tat lange im Voraus geplant worden war. Allein die Tatsache, dass man Sandra dann hatte verschwinden lassen in dem Koffer, wies darauf hin, dass das Ganze irgendwo durchdachter gewesen sein musste. Und die Staatsanwaltschaft ließ dann auch verlauten, dass sie intendierten, die Todesstrafe zu fordern. Allerdings schaffte Melissa Huckabee es dann, dieser zu entgehen, denn am 10. Mai 2010 bekannte sie sich schuldig für den Mord an Sandra. Sie gestand, dass sie das kleine Mädchen zu sich herübergerufen hatte. Das ist das, was man auf der Überwachungskameraaufnahme sieht. Sandra ist auf dem Weg nach Hause, weil sie ihre Freundin nicht angetroffen hat. Melissa sieht das Mädchen und ruft sie rüber. Sandra geht daraufhin zu Melissas Haus, wo Melissa ihr berichtet, dass sie gerade auf dem Weg in die Kirche sei und ihren Klassenraum da dekorieren wolle. Und sie fragt die kleine Sandra, ob sie nicht mitkommen möchte. Sandra, wie gesagt, immer unterwegs, will immer überall helfen und immer überall mitmachen, sagt natürlich sofort zu. Sie kennt Melissa ja auch, das ist die Mutter von ihrer Freundin und die beiden fahren zusammen zur Kirche. Hier an der Kirche soll Melissa Sandra dann eine Limo gegeben haben, in die sie diese Medikamente untergemischt hatte, damit Sandra eben sich nicht mehr wehren kann, damit sie nicht mehr bei Bewusstsein ist. Die Experten gehen, wie gesagt, davon aus, dass Sandra nicht bei Bewusstsein war, als mit ihr gemacht wurde, was mit ihr gemacht wurde und als sie ermordet wurde. Melissa soll dann Sandra wieder angezogen haben, sie in den Koffer getan und zu dem Teich gebracht haben. Melissa gestand all dies am Ende nur, um einen Deal einzugehen, eben um der Todesstrafe zu entkommen. Auch die Anklagepunkte wegen des anderen kleinen Mädchens, dem sie Medikamente verabreicht hatte, und dem 37-jährigen Mann, den sie vermeintlich vergiften wollte, wurden im Zuge dieses Deals fallen gelassen. Die Strafmaßfestsetzung fand am 14. Juni 2010 statt. Melissa Huckabee bekam ein Urteil von lebenslanger Haft im Gefängnis ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Sie hat sich selbst bei dieser Strafmaßfestsetzung noch einmal zu Wort gemeldet. Sie war sehr emotional, hat sehr viel geweint, wie auch schon im Vorhinein bei anderen Anhörungen und auch bei der Befragung durch die Polizei soll sie sehr, sehr emotional gewesen sein. Sie sagte unter anderem zu der Familie von Sandra: "Ich schulde euch eine Erklärung, aber ich kann immer noch nicht verstehen, warum ich getan habe, was ich getan habe." Und sie stritt weiterhin ab, was sie auch vorher schon in Befragungen abgestritten hatte, dass sie das kleine Mädchen sexuell missbraucht hatte. Sie sagte, sie hat nicht gelitten, ich habe sie nicht sexuell missbraucht. Und dann sprach sie ganz direkt mit Sandras Mutter. Sie sagte: "Ich bitte dich, Maria, um Vergebung. Ich kann mir nicht vorstellen, jemanden zu vergeben, der meiner Tochter so etwas angetan hätte. Aber ich hoffe, dass du mir eines Tages vergeben kannst. Ich wünschte, ich könnte Sandra zurückbringen, aber das kann ich nicht." Sie entschuldigte sich dann unter anderem noch einmal bei ihrer eigenen Familie. Ihr Vater unter anderem hatte sie noch sehr in Schutz genommen, auch in den Medien, auch nachdem sie angeklagt worden war. Und dieses Schuldgeständnis war wohl auch für alle, die sie privat kannten, sehr, sehr schockierend, weil sie zwar wussten, dass Melissa Probleme hatte, aber weil sie wären niemals davon ausgegangen, dass sie jemand anderem etwas antun könnte, schon gar nicht einem kleinen Mädchen so etwas antun könnte. Sie entschuldigte sich dann auch noch einmal bei ihrer kleinen Tochter, die mittlerweile bei ihrem Vater lebt. Sie hat auch kein Sorgerecht mehr für ihre Tochter. Das wurde ihr alles entzogen. Und sie entschuldigte sich auch noch einmal beim Police Department von Tracy dafür, dass sie so lange nach dem Mädchen suchen mussten, dass sie sie so lange hingehalten hatte, obwohl sie ja die ganze Zeit wusste, was mit Sandra geschehen war. Melissas Mutter hat sich dann im Gerichtssaal auch noch einmal zu Wort gemeldet und hat sich entschuldigt für die Tat ihrer Tochter bei Maria. Sie hat zu ihr gesagt: "Wenn ich dir Gerechtigkeit geben könnte, die Gerechtigkeit, die du verdienst, dann würde ich dafür sorgen, dass du dein kleines Mädchen wieder in den Arm halten kannst. Von Mutter zu Mutter, es tut mir leid." Und es hat sich dann natürlich auch die Familie von Sandra selbst zu Wort gemeldet, unter anderem ihr Vater. Er hat zu Melissa direkt gesagt: "Du hast das Leben eines unschuldigen Mädchens genommen.
Sie war nicht mal alt genug, um selbst zu entscheiden, ob sie Eiscreme essen darf. Der Mord an Sandra Cantu war für die gesamte Gemeinde in Tracy unglaublich traumatisierend. Sie waren sehr, sehr schockiert davon, dass einem kleinen Mädchen so etwas Furchtbares angetan werden konnte. Einem kleinen Mädchen, das wirklich niemandem etwas getan hatte, das einfach nur draußen spielen wollte mit ihren Freunden. Und auch die Tatsache, dass Melissa Huckabee die Täterin war, eine 28-jährige Mutter, die zwar schon bekannt war dafür, dass sie einige Probleme hatte, aber die niemand wirklich als Bedrohung wahrgenommen hatte. Und auch das FBI sagt, dass es für sie sehr, sehr überraschend kam, denn laut den Statistiken war die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wie Melissa Huckabee die Täterin sein könnte, sehr, sehr gering. Laut ihren Statistiken von 2007 waren nur ungefähr 7% der Mörder überhaupt Frauen. Dass Frauen alleine jemanden umbrachten, war dann noch ein geringerer Prozentsatz. Und dass Frauen alleine ein Kind umbrachten, war wohl sehr, sehr selten. Vor allem in so einer Sexualstraftat sah man das wohl unglaublich selten bei Frauen. Meistens waren es dann eben ein männlicher und ein weiblicher Part, die gemeinsam in so eine Tat involviert gewesen waren. Aber dass sie wirklich alleine aus eigenem Antrieb getan hatte, was sie getan hatte, das war für alle Beteiligten sehr, sehr schockierend. Später sollte es dann auch heißen, dass Melissa die Tat wahrscheinlich schon von langer Hand geplant hatte, dass sie gegoogelt hatte und recherchiert hatte zu anderen Fällen, in denen Kinder auf ähnliche Arten umgekommen waren. Und die Tatsache, dass sie schon im Januar einem kleinen Mädchen Medikamente verabreicht hatte, scheint darauf hinzudeuten, dass sie vielleicht schon rumexperimentiert hatte, wie viel es braucht, bis jemand sich nicht mehr wehren konnte. Und dieser Gedanke ist natürlich furchtbar, auch für die Familie des anderen kleinen Mädchens, das ja gerade so einem furchtbaren Schicksal entgangen ist. Das war der Fall von Sandra Cantu. Ein unglaublich trauriger Fall, weil es auch hier wieder um eine so wundervolle junge Seele geht, die viel, viel, viel zu früh diese Erde verlassen musste, die niemandem etwas angetan hatte, die einfach wie jeden anderen Freitag auch unterwegs war, um mit Freunden zu spielen, die wahrscheinlich auch überhaupt gar keine Gefahr wahrgenommen hat von Melissa Huckabee. Sie kannte diese Frau. Es war die Mutter ihrer Freundin und ja, Sandra war einfach ein unglaublich liebevolles und hilfsbereites junges Mädchen. Sie hat sich einfach nur gefreut, Melissa helfen zu können und so ihren Tag verbringen zu können. Als ihre Mutter sie als vermisst gemeldet hat, das wissen die Ermittler heute, war Sandra bereits tot. Für ihre Familie ist das Ganze natürlich unglaublich traumatisierend gewesen und man kann wirklich von Herzen nur hoffen, dass ihre Familie in der Lage ist, sich vorrangig an die guten Dinge zu erinnern, an das fröhliche kleine Mädchen, das Sandra war, und nicht vorrangig an das Furchtbare, was mit ihr geschehen ist. Ich hoffe wirklich von Herzen, dass ihre Familie ein bisschen Frieden gefunden hat und auch, dass ihre Geschwister das Ganze in irgendeiner Form verarbeiten können. Ja, das war das heutige Video. Lasst mich sehr gerne wissen, wie ihr zu diesem Fall steht. Was sind eure Gedanken dazu? Es war für mich wieder mal ein sehr schwerer Fall. Alles, was mit Kindern zu tun hat, ist immer schwer. Natürlich ist jeder Fall tragisch, aber Fälle, in denen es um Kinder geht, die sind nochmal anders schwierig, auch in der Recherche. Und es tut mir leid, dass ihr jetzt wieder so lange auf ein Video warten musstet. Ich habe schon versucht, das im Community-Tab so ein bisschen anzuschneiden. Ich versuche nach wie vor so ein bisschen für mich die Balance zwischen all den Projekten zu finden, die momentan laufen. Und diese Fälle sind eben sehr, sehr rechercheintensiv und ja, verlangen einem auch emotional so ein bisschen was ab, ohne dass man sich da jetzt so mit seinen eigenen Emotionen in den Vordergrund stellen will. Aber ich glaube, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Es kann belastend sein, wenn man sich den ganzen Tag mit solchen Dingen beschäftigt. Und ich möchte mich von jedem Fall weit genug distanzieren können, dass ich für euch guten Content bringen kann und trotzdem den Opfern irgendwie gerecht werde. Ich hoffe, das macht überhaupt irgendeinen Sinn für euch, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber das kann manchmal der Grund dafür sein, dass es einen Moment länger dauert, bis Videos kommen. Allerdings zeichnet sich jetzt ab, dass ich Hilfe beim Schnitt bekomme. Eventuell habe ich bei diesem Video schon Hilfe beim Schnitt bekommen. Deswegen
hoffe ich, dass dann wieder häufiger Videos für euch online kommen können. Bitte, bitte seht es mir nach. Ich versuche wirklich so viel wie möglich für euch zu schaffen, aber ich möchte natürlich den bisherigen Standard auch aufrechterhalten und mir und euch und vor allem den Opfern da gerecht werden. Ich hoffe, dieses Video war für euch interessant. Wenn dem so ist, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr sehr gerne diesen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich hoffe sehr, dass wir uns dann alle beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.